Ja, hallo, herzlich willkommen zu meinem Crashkurs fürs Bio-Abi. Hier mache ich euch fit für die kommenden Klausuren. Und zwar, indem wir mit Operatoren, mit den Basiskonzepten arbeiten, indem wir angewandte Aufgaben besprechen, wie gehe ich an die Lösung heran und vorher nochmal eine kurze Wiederholung zum wichtigsten Stoff durchsprechen werden. Und heute beschäftigen wir uns mit den Hemmungen von Enzymen. Ein ganz wichtiges Thema, kommt relativ häufig im Abitur dran. Und da schauen wir uns mal rein. Als erstes wollen wir Aspirin besprechen. Ja, und Aspirin kann mehrere Wirkungen haben. Es kann schmerzstillend sein, es kann fiebersenkend sein und es kann die Blutgerinnung verhindern. Und wieso ein Stoff so viele verschiedene Wirkungen haben kann, das werden wir heute erfahren. Ja, als erstes wollen wir noch kurz die wichtigsten Schlüsselwörter, diesmal am Anfang, besprechen. Das sind Hemmstoffe, auch Inhibitoren genannt. Ebenfalls das Wort kompetitiv, welches wir mit Wettkampf als Competition aus dem Englischen kennen, und aktives und allosterisches Zentrum. Das aktive Zentrum kennt ihr schon, allosterisches Zentrum haben wir auch schon mal kurz erwähnt, und die Begriffe reversibel und irreversibel. Wir befinden uns bei der Zellbiologie im Bereich Enzyme und Hormone, und das Basiskonzept Steuerung und Regelung wird uns heute besonders beschäftigen. Denn wir beschäftigen uns ja mit der Steuerung durch Hemmungsmöglichkeiten. Und das sind diese drei: kompetitive Hemmung, Endprodukthemmung und die nicht kompetitive Hemmung. Außerdem das Basiskonzept Struktur und Funktion spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Wenn wir uns die kompetitive Hemmung anschauen, dann sehen wir, dass das Substrat nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip am Enzym bindet. Die Erweiterung Induced Fit hatten wir auch schon besprochen. Aber es gibt eben die Möglichkeit, dass ein anderes Protein, welches so ähnlich gebaut ist wie das Substrat, auch in dieses aktive Zentrum des Enzyms bindet und dadurch eine Bindung des Substrats verhindert. Und das ist sozusagen wie ein Wettkampf, und deshalb heißt es auch kompetitive Hemmung. Der Inhibitor ist also gebaut wie das Substrat, bindet genauso am aktiven Zentrum, und beide stehen im Wettbewerb. Dabei ist die Menge an Substrat entscheidend, wie viele Produkte entstehen. Wenn es ungefähr im Verhältnis 1:1 ist, dann ist natürlich auch die Umsetzung an Substraten nur ungefähr 50%, weil ja dann immer ein Substrat oder ein Inhibitor binden können. Steigert sich die Menge an Substrat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Substrat bindet, höher. Und bei einem Verhältnis von zum Beispiel 10:1 oder noch mehr ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Inhibitor diese Substrathemmung verhindert, relativ gering, nämlich im Verhältnis 10:1. Wenn wir diese kompetitive Hemmung in einer Grafik darstellen, dann können wir das so darstellen: Wenn kein Inhibitor ist, haben wir eine normale Sättigungskurve. Mit Inhibitor ist der Anstieg, der exponentielle Anstieg, geringer, aber am Ende nähern sich die beiden an. Kommen wir nochmal zurück zu unserem Beispiel, zum Aspirin als Anwendung jetzt. Wir haben ein Enzym, die Prostaglandinsynthase. Und hier sehen wir das aktive Zentrum und wir sehen die Struktur von Aspirin. Außerdem können wir hier die Struktur der sogenannten Arachidonsäure sehen. Und die Arachidonsäure wird von diesem Enzym katalysiert und es können hier unterschiedliche Stoffe entstehen. Das sind übrigens alles Botenstoffe, also Hormone. Thromboxan, Prostaglandin und Prostacyclin. Hormone werden wir noch besprechen. Und diese Hormone regulieren bestimmte andere Prozesse. Zum Beispiel das Prostaglandin löst Schmerzen oder Fieber aus. Das Thromboxan ist für die Blutgerinnung verantwortlich und das Prostacyclin schützt die Magenschleimhaut. So, nun ist es aber auch möglich, dass anstelle von Arachidonsäure das Aspirin hier bindet. Und wenn das passiert, dann kommt es eben nicht zu dieser Bildung dieser drei Botenstoffe. So, jetzt könnte eine Aufgabe für euch sein: Erklären Sie die Abbildung. Erklären heißt Zusammenhänge, Strukturen, Prozesse eines Sachverhaltes erfassen und auf allgemeine Aussagen zurückführen. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen erstmal das Basiskonzept Struktur und Funktion anwenden, indem wir sagen, Aspirin und Arachidonsäure haben eine ähnliche Struktur. Aufgrund dieser ähnlichen Struktur können wir sagen, dass beide am aktiven Zentrum des Enzyms binden können. Das heißt, wir haben die kompetitive Hemmung. Und wir können weiterhin sagen, dass aus dieser Säure jetzt verschiedene Produkte katalysiert werden können, zum Beispiel die hier genannten. Und weiter können wir sagen, dass Aspirin diesen Vorgang hemmt und daher nun folgende Wirkungen verursacht. Erstens Hemmung der Blutgerinnung, zweitens Hemmung der Schmerzen und des Fiebers, aber eben auch Nebenwirkungen, dass dieser Schutz der Magenschleimhaut verringert wird. Und das könnte dann zu Problemen mit dieser Magenschleimhaut führen. Kommen wir zum zweiten Bereich, die nicht kompetitive Hemmung.
Auch hier brauchen wir nochmal diese Schlüsselwörter. Inhibitor hatten wir gesagt, ist das dasselbe wie ein Hemmstoff. Und wir brauchen die Begriffe allosterisches Zentrum und aktives Zentrum. Der Inhibitor ist jetzt hier nicht so gebaut wie das Substrat, sondern hat eine andere Struktur, kann deswegen nicht am aktiven Zentrum binden, sondern an diesem allosterischen Zentrum. Schauen wir es uns mal an. Wenn der Inhibitor bindet, ändert er die Struktur des aktiven Zentrums und verhindert damit, dass das Substrat hier binden kann. Bei einem Verhältnis von 1 zu 1 haben wir ein ähnliches Prinzip wie bei der kompetitiven Hemmung. Aber sobald sich das Verhältnis verändert, wird es auch so, dass die Inhibitoren eine höhere Wirkung haben, weil sie ja nicht mehr mit dem Substrat in einen Wettkampf treten, sondern jederzeit an das allosterische Zentrum binden können und dadurch die Menge an Enzymen, welche durch die vorhandenen Inhibitoren gehemmt werden können oder verändert werden können, im Prinzip durch die Menge der Inhibitoren festgelegt wird. Denn alle Inhibitoren können ja jederzeit an dieses allosterische Zentrum binden. Das führt dazu, dass wir eine andere Kurve haben. Ja, und eine Aufgabenstellung im Abitur könnte jetzt zum Beispiel sein, dass man euch diese drei Kurven gibt und jetzt ihr eine Zuordnung zu den entsprechenden Abbildungen machen müsst. Wir könnten sagen, die oberste ist natürlich ohne Inhibitor, die zweite haben wir eine kompetitive Hemmung und bei der dritten ist die nicht kompetitive Hemmung. Eine Begründung würde natürlich von euch auch verlangt werden können und die könntet ihr jetzt selbstständig geben, dass ihr erstmal die Kurven nennt. Das haben wir hier getan. Dann geht ihr weiter und beschreibt die Unterschiede und begründet diese. Die Kurve 1 zeigt eine typische Sättigungskurve, Begründung, da keine Hemmung vorhanden ist. Die Kurve 2 ähnelt der Kurve 1, aber es ist ein geringeres exponentielles Wachstum, da Substrate und Inhibitoren um die Bindung am aktiven Zentrum konkurrieren, wie wir am Anfang gesehen haben. Aber hier müssen wir eben den Zusatz machen, dass sie sich ja auch annähernd an die erste Kurve. Und das passiert eben, weil irgendwann die Substrate so hoch konzentriert sind, dass die Wahrscheinlichkeit deutlich sinkt, dass der Inhibitor an dieses aktive Zentrum bindet. Im Unterschied dazu haben wir die Kurve 3, welche nie das Niveau von Kurve 1 oder Kurve 2 erreicht, da die Inhibitoren nicht um die Bindung konkurrieren am aktiven Zentrum, sondern eben eine eigene Bindungsstelle haben und dadurch die Menge an Enzymen immer gleichbleibend gehemmt wird und dadurch deutlich weniger Enzyme arbeiten können. Ja, die Endprodukthemmung ist eine ganz wichtige Form der Hemmung, denn diese Art der Rückkopplung, des negativen Feedbacks auch genannt, finden wir sehr häufig bei Homöostase, zum Beispiel, wenn die Körpertemperatur reguliert werden soll. Darauf kommen wir aber auch nochmal, wenn wir über die Hormone sprechen, auch wenn wir die Blutzuckerregulation sprechen. Wir brauchen wieder die beiden Zentren. Das Substrat bindet an das Enzym, wird umgewandelt. Das Produkt wird aber jetzt als Ausgangsstoff für die nächste Reaktion benutzt, wo ein zweites Enzym eine solche Produktion des Produktes 2 verursacht. Und auch dieses Produkt 2 wird wieder als Ausgangsstoff genommen für die nächste Reaktion und es kommt zu einem Endprodukt. Und dieses Endprodukt hat jetzt eine solche Struktur, dass es zum Beispiel an dieses allosterische Zentrum binden kann und dadurch verhindert, dass das Substrat an das Enzym bindet. Diese Form der Endprodukthemmung ist also vorwiegend bei negativen Rückkopplungen oder negativem Feedback. Hier nochmal in der Übersicht. Das Grundwissen ist natürlich diese beiden Formen der Hemmung, kompetitive und allosterische Hemmung oder auch nicht kompetitive genannt. Bei der kompetitiven Hemmung sind Inhibitor und Substrat ähnlich gebaut, bei der allosterischen Hemmung nicht. Dadurch bindet der Inhibitor an das aktive Zentrum bei der kompetitiven und bei der allosterischen Hemmung eben am allosterischen Zentrum. Diese Endprodukthemmung ist eine Möglichkeit der allosterischen Hemmung, die eine negative Rückkopplung ermöglicht. Und etwas, was wir noch nicht genannt haben, ist die Möglichkeit, dass es reversibel oder irreversibel stattfindet. Reversibel bedeutet umkehrbar, irreversibel nicht. Das heißt, irreversibel bindet die gesamte Zeit und macht damit das Enzym unbrauchbar. Und das haben wir zum Beispiel bei Schwermetallionen. Hier wäre ein typischer Operator unterscheiden und vergleichen. Vergleichen, denkt daran, auch Gemeinsamkeiten nennen und ein Fazit ziehen. Die grafische Übersicht. Wir haben am Anfang die erste Kurve ohne Inhibitor, die zweite beim kompetitiven
Hier sehen wir, wie sich die Kurve langsam annähert an die ohne Inhibitor, im Gegensatz zu allosterisch, die unterhalb bleibt. Ja, und dann haben wir die irreversible Möglichkeit. Dabei ist es wichtig, dass wir wissen, dass also irreversibel auf jeden Fall deutlich unter der allosterischen oder kompetitiven Hemmung liegt. Es kann aber auch so sein, dass der Inhibitor so stark vorhanden ist, an einer so hohen Konzentration, dass alle Enzyme irreversibel gehemmt werden und dann gar keine Reaktion mehr stattfindet. So, wie geht es weiter? Ich habe euch ein ganz spannendes Material vorbereitet, wo wir nochmal richtig Anwendung machen für diese Hemmungsmöglichkeiten und auch die anderen Konzepte der Enzymwirkung. Und das machen wir am Beispiel der Mentholzigaretten. Guckt euch an, bleibt dran, seid fleißig. Abitur ist nicht ohne, aber wenn ihr mit meinen Tutorials euch immer wieder beschäftigt, wenn ihr euch immer wieder auch die Inhalte nochmal anschaut, die Anwendungsaufgaben macht, die Schlüsselwörter lernt, die Basiskonzepte verstanden habt, dann entwickelt ihr auch eine solche Kompetenz, dass es euch dann nicht so schwer fallen wird, auch 15 Punkte im Abitur zu schaffen. Okay, also bleibt dran und viel Erfolg!